Vielleicht in seltenen Momenten spüren wir etwas von dieser Liebe. Und die Hoffnung steigt in uns auf, ihn ein klein wenig wieder lieben zu können. Wir fühlen einen Augenblick fast mit Sinnen, dass wir geliebt werden, dass der ganze Inhalt des Lebens in dieser ewigen Liebe Gottes zu uns und in unserem Versuch, ihn wiederzulieben, bestünde. Aber dann sinken wir zurück in unser Vergessen und verfolgen den eröffneten Weg nicht weiter. Und erst viel später überkommt es uns wieder einmal. Diese sehr menschliche Schilderung, liebe Schwestern und Brüder, der Adrienne von Speyer zu unserem Evangelium, genauer gesagt zu dieser Stelle: Sie werden niemals zugrunde gehen, meine Schafe, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Das ist das, worum es in unserem Leben, auch worum es im geistlichen Leben geht. Und darin liegt eine große Frage. Adrienne von Speyer ist bei aller schönen Beobachtung auch so scharf zu sagen, wenn es nie einen Augenblick gab, da man den Herrn wirklich von Herzen geliebt hat, so vergänglich dieser Augenblick sein mag für unser Erleben, denn seine Liebe zu uns ist beständig, dann kann man sie verlieren, wenn es diesen Augenblick nie gab. Wir sollten uns fragen, gab es einen solchen Moment schon? Das heißt, er kann wiederkommen in all unserer Verlorenheit, in all unserer Schwäche, in den Umwegen, die wir gehen. Und wenn es ihn nicht gab, dann müssen wir uns darauf konzentrieren, unser Herz zu öffnen und darum zu bitten. Man kann Liebe nicht erzwingen. Die Liebe Christi zu uns müssen wir gar nicht erzwingen. Sie ist da. Aber auch unsere Liebe zu ihm können wir nicht einfach mit Gewalt herstellen. Die kommt nicht auf Kommando. Sie kommt durch ein geöffnetes Herz, durch ein hörendes Herz. Sie kommt durch die Sensibilität geistlichen Lebens, die sich eben nicht in den Dingen dieser Welt verliert, sondern die offen bleibt für ihn. Wenn es diesen Moment nicht gab, das kann sein, dann sollten wir keinen Moment verstreichen lassen, da wir dessen gewahr werden, ohne darum zu beten, dass er die Liebe in uns erweckt und dieses Feuer in uns entzündet, dass wir endlich bereit sind, ihm auf seine Liebe zu antworten.